Hallo Leute, in diesem Video geht es um eine hilfsbereite Lehrerin und einen Schüler in Not. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Keller ist Lehrerin an einer Schule in South Carolina, USA. Sie unterrichtet an einer der renommiertesten Schulen des Landes und liebt ihren Job über alles. Es bedeutet ihr viel, ihren Schülern Wissen weiterzugeben, sie aber auch auf das Leben außerhalb der Schule vorzubereiten. Die Schule bietet nicht nur Kurse in, sondern auch außerhalb der Schule an und bringt so die besten Studenten der USA hervor. Eines Tages, es war im Februar 2019, fuhr Keller gerade nach Hause. Der Tag lief nicht ganz so, wie sie es sich gewünscht hatte, und sie schickte einige Nachrichten an ihre Freunde. Sie freute sich auf ihr Zuhause und rief während der Fahrt ihren Ehemann an. Plötzlich fiel ihr etwas auf der Straße auf. Als sie genauer hinsah, sah sie geschockt, dass es sich um einen kleinen Jungen auf einem Fahrrad handelt. Sie sagte zu ihrem Ehemann, dass sie umkehren muss, denn ihr Instinkt sagte ihr, dass irgendetwas mit dem Kind nicht stimmt. Also legte sie auf, kehrte um und fuhr zu dem kleinen Jungen. Schließlich erkannte sie, dass es sich um einen ihrer Schüler handelte. Der kleine Cameron strampelte sich ab und Keller wusste nicht, was los ist. Sie machte auf sich aufmerksam, bis Cameron schließlich anhielt. Als seine Lehrerin fragte, was denn los sei und warum er auf dieser gefährlichen Straße mit dem Fahrrad unterwegs ist, antwortete Cameron zuerst nicht. Doch nach kurzer Zeit erklärte er schließlich, was das Problem ist, und die Situation wurde richtig dramatisch. Als Cameron nach Schulschluss das Gebäude verließ, hoffte er, seinen Vater zu sehen, da er ihn täglich von der Schule abholte. Doch sein Papa war nicht da. Da wurde dem kleinen Jungen klar, dass irgendetwas nicht stimmen konnte. Cameron machte sich schließlich so schnell wie möglich auf den Weg nach Hause, und was er dort vorfand, gestaltete sich für den kleinen Jungen zu einem wahr gewordenen Albtraum. Camerons Vater lag leblos auf dem Küchenboden. Er leidet an Diabetes und benötigt regelmäßig Insulin. Der Junge fackelte nicht lange, schnappte sich das Handy und wollte den Notruf wählen. Doch der Bildschirm war gesperrt und es war ihm nicht möglich, den ersehnten Notruf abzusetzen. Der Junge wollte einen Nachbarn um Hilfe bitten, doch zu diesem Zeitpunkt war niemand zu Hause. Also fackelte er nicht lange, schwang sich auf sein Fahrrad und wollte die 5 Kilometer zu seiner Großmutter fahren, um den Notarzt zu verständigen. Um die Gefahren auf der vielbefahrenen Straße machte er sich keine Gedanken. Denn es ging um nichts Geringeres als das Leben seines geliebten Vaters. Als Keller die Geschichte hörte, stoppten bereits 2 weitere Fahrzeuge, um zu helfen. Schließlich wurde der Notruf abgesetzt und Camerons Vater konnte gerade noch rechtzeitig gerettet werden. Hätte Cameron nicht so schnell und vorbildlich reagiert, wäre sein Vater heute wahrscheinlich nicht mehr unter uns. Seine Lehrerin war so stolz auf den kleinen mutigen Jungen, dass ihr klar wurde, dass Lehrer nicht nur während der Schulzeit für ihre Schützlinge da sein müssen, sondern auch danach. Zudem ist es wichtig, die Kids auf das Leben vorzubereiten und auf Notfallsituationen einzustimmen. Der kleine Cameron hat bewiesen, dass er ein kleiner Held ist. Er scheute keiner Gefahr, um seinen geliebten Vater zu helfen. Gott sei Dank ging die ganze Geschichte einigermaßen glimpflich aus. Wie findest du eigentlich unser Schulsystem? Findest du, man lernt alles, was man fürs Leben braucht in der Schule? Oder sollten die Lehrpläne umstrukturiert werden? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal.